Tut mir leid, ich musste noch etwas fertig schreiben. Aber warten Sie, genau das, genau diese Mentalität lässt mich an der heutigen Sozialstudie zweifeln. Sie kennen sicher alle das Bild von einer Gruppe von Freunden, die im Zug oder Bus beisammensitzt. Auch kennen Sie alle den Fall, dass jeder von ihnen in sein Handy starrt. Zielgerichtete oder zumindest Unterhaltungen, die dem Austausch von Interessen dienen, werden heutzutage nur noch über das Mobiltelefon geführt. Egal, ob man sich nun gegenüber sitzt oder nicht. Durch mittlerweile sehr häufig gewordene Nutzung von Handytastaturen können Wissenschaftler sogar eine Vergrößerung des Daumenareals im Gehirn vermerken. Mensch, denk doch! Charles Darwin erkannte die Evolution. Bis zum heutigen Tage ist sie eines der Grundfesten, auf denen die Naturwissenschaften stehen und wachsen. Evolution bezeichnet nicht nur die Mutation von Körpereigenschaften. Dem Menschen ist es zwar aktiv, nicht möglich, die physische Erscheinung bei der Geburt durch Mutation zu bestimmen, aber im Gegensatz zum Körper ist es dem Weltbewusstsein einer Generation möglich, sich zu verändern, wie es will. Diese aktive Fortentwicklung von Ansichten kann auch als Teil der Evolution gesehen werden. Weiterentwicklung in Ansichten brachte uns die Demokratie, Sicherheit, aber auch ein gewisses Phlegma. Ein hart erkämpfter Frieden brachte uns die Demokratie. Sie zeigt uns auf, dass das Freidenken und die Freipresse existieren. Mensch, denk! Im Vergleich zur heutigen Zeit war es keinem der Soldaten möglich, am Anbeginn der Schlacht einen Brief fertigzustellen, auch wenn ihnen nicht möglich, die heranstürmende gegnerische Infanterie höflich zu bitten, ob die Eventualität bestünde, dass sie warten, bis der Brief fertig ist. Die einzige Antwort, die er bekommt, sind Kugeln. Höchstwahrscheinlich 5 mm Geschosse, die sich durch seinen Körper einen unaufhaltbaren Weg bahnten. Das 21. Jahrhundert schafft es, dass Journalisten sich fast frei in gefährlichen Gebieten bewegen können. Wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Heute ist es so, dass Menschen, Personen, genauso wie wir, zwar an die Zukunft denken, aber nur an den nächsten Moment, den nächsten Tag oder die nächste Woche. Vielleicht sogar nur. Aber nie ist es, dass Personen an das ganze Bild denken und versuchen, es zu verstehen. Denken ist schwierig und wahrscheinlich einer jener komplexen Vorgänge, die wir nicht erklären können. Dies ist durch verschiedene Gründe zu erklären. In einem Fall vor ein paar Jahren ist ein Polizist wegen Unterlassen von Hilfeleistungen angeklagt worden. Er ist an den Opfer vorbeigerannt. Im Moment, so sagt er, war das Verfolgen seines Flüchtigen wichtiger als alles andere. Aber was interessant ist, dass der Officer nichts von den Polizisten wusste, die einen Insassen rechts von ihm verprügelten, als er vorbeirannte. Kognitive Ausblendung macht es möglich. Nach Jahren in Haft wurde er entlassen, weil man dieses Faktum erkannte. Mensch, denk! Im selben Maße ist es auch heute. Die Flut an Informationen durch das Internet und die Medien kann nicht einfach in einigen Minuten verarbeitet werden. Die Masse an Informationen kann betrügerisch wirken. Sie könnte uns vom Wesentlichen ablenken und uns in Entscheidungen beeinflussen. Nehmen wir uns ein Beispiel. TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen. Es würde unser Essen, die Sache, ohne der die Menschheit mit Sicherheit nicht leben kann, qualitativ um Längen verschlechtern. Die Flüchtlingskrise lenkt uns diese Thematik ab. Sie erlaubt es, dass Lobbyisten von großen Konzernen Politiker beeinflussen. Natürlich ist es so, dass diese Konzerne für dieses Abkommen sind. Es würde ihnen eine massive Erleichterung der Produktionskosten erlauben. Produkte wie etwa das Chlorhuhn würden nur mit Leichtigkeit ihren Weg nach Österreich finden. Nun, Sie werden sich nun denken, in den ersten Monaten kann ich mich immer noch entscheiden, die besseren Produkte zu kaufen. Aber später wird diese These noch der Wahrheit entsprechen. Aber später ist diese These leider nicht mehr der Wahrheit entsprechend. Es ist leider so, dass nach dieser kurzen Zeitspanne die teuren Produkte ihre anfängliche Popularität verlieren. Warum? Menschen vergessen. Nur die wenigen Personen, denen die Situation bekannt ist und auch das Einkommen haben, die Produkte zu kaufen, werden sie konsumieren. Die Klimaerwärmung ist ein anderes Beispiel, das vielen bewusst, aber alles gegeben sehen. Die Evolution brachte den Homo sapiens als heutiges Endprodukt hervor. Sie zeigte, dass wir anderen Säugetieren voraus sind. Bis jetzt hatte die Natur recht, aber der Mensch scheint genug von seiner Rasse zu haben. Mit den Jahren, die noch kommen, wird er sich selbst vernichten und seine Chance auf Weiterentwicklung verblasst immer mehr. Technologischer Fortschritt stagniert zwar nicht, aber bei Themen wie der Abtreibung von Föten entbrechen Diskussionen und Argumente nutzlos in ihrer Art, sie suchen zu erklären,
zu beweisen. Aber die Beweisführung, damit ein Gesetz, eine Entscheidung in Kraft tritt, wird ethisch absurd. Man versucht nur seine Meinung und Projektion auf Dinge durchzudrücken. Im Beispiel der Abtreibung ist simpel zu sagen, dass jene Personen, die Eltern, die das Kind nun bis zum Tag seines oder ihres Erwachsenseins erziehen, die Entscheidung bis zu einem gewissen Punkt innehaben sollen. Diesen Punkt zu finden, ist schwer und fachlich differenziert zu erklären. Auch wenn dieser am richtigen Zeitpunkt vorhanden ist, wird es immer Ausnahmen geben. In diesem Beispiel ist es klar zu sagen, dass es auch gut ist, sein eigenes Wohl im Vordergrund zu bringen. Aber meist ist es so, dass Menschen nur mehr introvertiert durch die Welt gehen. Ein Kommentar, vielleicht auch nur ein Witz reicht aus, jemanden, obwohl man es nicht einmal wollte in der heutigen Zeit, dazu zu bringen, dass die Person sie verklagt. Das Sprichwort, dass die Feder mächtiger als das Schwert ist, ist in dem Fall Realität. Ein Wort reicht aus und du bist tot, zwar nicht klinisch, aber für die jeweilige Person ist man es zweifellos. Die heutige Technik macht es sogar noch einfacher. Das Wort Handy, ins Deutsche übersetzt, beschreibt es wunderbar, denn es ist wirklich einfach und auch praktisch, jemanden mit nur einem Klick aus dem jeweiligen Leben zu löschen. Ein Klick. Er reicht aus, den Menschen für dich eine Person nicht existent zu machen. Die Gesellschaft bezeichnet in Wirklichkeit nur eine Gruppe von Individuen, die sich den Platz teilen und versuchen, miteinander auszukommen. Da heißt es mehr als notwendig zu sagen, dass diese angepriesene Gesellschaft in Wirklichkeit nicht existiert. Sie bröckelt. Die heutige Gesellschaft voll von Zombies, die Tag um Tag in die Arbeit pendeln, um sich ihr Leben leisten zu können. Mit Ausnahme einiger wenigen ist jeden eingepflanzt, dass ohne man zwar nicht tot ist, aber von der Gesellschaft erniedrigt wird. Falls man in dieser Situation nun ist, erduldet man Blicke. Blicke, die Bände sprechen und sofort sagen, schäme dich, du bist nicht perfekt, du schaffst nichts. Praktisch sagten sie, du bist eine Schande. Ich will nicht in so einer Gesellschaft leben und aufwachsen. Reflektiert, was ihr vorgesetzt bekommt. Und glaubt nicht jedes Märchen, jede Studie oder Statement, das euch die herzensgütigen Mitmenschen so vorsetzen. Kurz und bündig, Mensch, denk.